Dieses Video zeigt Ihnen die Berechnung eines Stahlgerüsts nach Eurocode 3 in R-Stab 7. Zunächst öffnen wir in R-Stab 7 eine neue Position und vergeben einen Positionsnamen und optional auch eine Bezeichnung. Die Struktur kann 2D oder 3D sein und Z-Achse kann wahlweise nach oben oder nach unten ausgerichtet werden. Nach OK öffnet sich ein Arbeitsbereich mit Raster und Hilfslinien. Ein Gerüst kann am einfachsten durch eine anfängliche Struktur generiert werden. Es gibt in R-Stab schon vorbereitete Strukturgenerierer. Mit diesen Makros können Sie über wenige Eingabeparameter wie Abmessungen in X, Y und Z und ein paar Profilvorgaben für die Stützen und für die Riegel in die einzelnen Richtungen sehr schnell eine Grundstruktur generieren, die Sie jederzeit auch anpassen können. Für Berechnungen nach Eurocode benötigen wir ein entsprechendes Material mit den zugehörigen Teilsicherheitsbeiwerten. Im Eurocode 3 sind diese Gamma-M-Werte 1,0. Die R-Stab Materialbibliothek beinhaltet Filter und sehr viele Materialien nach verschiedenen Normen, eben auch diese nach Eurocode 3. Wir wiederholen die Auswahl der einzelnen Profile für die einzelnen Träger in X- und Y-Richtung. Zunächst stellen wir einfach Profile vor, die wir dann hinterher bemessen werden und entsprechend ändern werden, falls die Bemessung nicht funktioniert. Die Lagerung in diesem Fall ist gelenkig. Es entsteht eine 3D-Konstruktion. Das ist eine normale R-Stab-Struktur, die kann mit R-Stab-Mitteln beliebig verändert werden. Mit der Maus können Sie die Struktur drehen und bewegen in jede Richtung, wie Sie das gerne wünschen. Im nächsten Schritt eine neue Funktion in R-Stab 7. Es werden Stäbe in einem Gitter extrudiert. Damit können Sie Trägerlagen in einzelnen Ebenen oder auch Pfetten sehr komfortabel erzeugen. Die Funktion wird aufgerufen über die rechte Maustaste im Kontextmenü auf einen Stab. Man stellt die einzelnen Parameter ein. Man muss also einen Querschnitt wählen, die Tiefe des Gitters entsprechend wählen und die Anzahl der Stabteilungen, die parallel und senkrecht sind, entsprechend einstellen. Wir wählen einen IPE 300 als Profil. Die Tiefe wird entsprechend der Rasterung im Stahlgerüst angepasst auf 15 Meter. Parallel sollen eben nur drei Stäbe entstehen und senkrecht nur zwei Zwischenstäbe. Die äußeren Stäbe, dort wo sich schon Profile befinden, sollen nicht noch einmal generiert werden. Über Anwenden wird die Trägerlage automatisch eingefügt, sodass keine doppelten Knoten oder Stäbe entstehen. Die Sache kann ganz schnell wiederholt werden bei den anderen Ebenen. In den Zwischenebenen entsteht in einem Feld ein freier Raum und dort sollen keine Träger angelegt werden. Deswegen wird der Generierer entsprechend angepasst und es werden weniger Träger angelegt. Sie sehen, das Ganze geht sehr schnell und ist ein sehr mächtiges Tool. Neu in R-Stab 7 ist auch die Ausschnittsteuerung in den Navigatoren. Man kann hier sehr komfortabel und sehr schnell Ausschnitte nach einzelnen Ebenen selektieren bzw.
anzeigen, und das ist sehr hilfreich bei Änderungen, zum Beispiel Einfügen eines Gelenks an den Stabenden. Hier jetzt am Anfang eingefügt, das gleiche noch einmal auch für das Stabende. Die nicht zugängliche Struktur ist im Hintergrund etwas schattiert, so dass man immer weiß, wo man sich in der Struktur befindet, und arbeitet man trotzdem nur mit bestimmten Teilen der Struktur zu tun hat oder die dann aktiv sind, um diese zu ändern. Komfortabel ist auch die Ausbaumöglichkeit von den Querschnitten bei Knoten. Man sieht dann den Querschnitt etwas besser. Neu ist auch die Steuerungsmöglichkeit der Nummerierung, insbesondere der Anordnung von Querschnittsbezeichnungen in den Anzeigeeigenschaften. Die können jetzt nicht nur horizontal und vertikal, sondern auch parallel entlang des Stabes ausgerichtet werden. Das hilft, die Zuordnung zu den Querschnitten und Stäben besser zu erkennen und ist auch etwas übersichtlicher. Die Darstellung der Zugseite an den Stabseiten ist auch möglich und kann über den Navigator eingestellt werden. Zugseite bestimmt immer die Spannung, eine positive Spannung bei positivem Moment am Stab. Das heißt, an der Seite, wo die gestrichelte Linie ist, ist dann bei positivem Moment eine positive Spannung zu erwarten. Neu ist auch die Steuerung der Ansicht der Querschnittumrisse. Das heißt, man hat eine linienförmige Stabdarstellung und in der Mitte gibt es nur ein Symbol für die Querschnitte. Das ist auch eine sehr übersichtliche Methode der Eingabe oder der Ansicht der Querschnitte in der Eingabe.